So, jetzt pass mal auf, aber das ist vielleicht echt eine gute Idee. Ich scroll mal durch, ob ich ein Safe... Oh, nee, da viele Safe Games habe ich nicht gerade. Schade. Dann vergesst den Plan. Tja. Na gut, dann versuchen wir es auf die klassische Art und Weise. Schnellreise. Also, was ich noch weiß ist, ich darf nicht direkt zur Vault 88 reisen, sonst stürzt das Spiel sofort ab. Ich muss hierhin reisen. Oder da oben ist egal. Und dann zu Fuß rübergehen. Das ist schon mal gut, dann kann ich mich der Vault nähern zumindest. Und dann vor dem Betreten der Vault nochmal speichern, dann geht's vielleicht. Schauen wir mal, jetzt haben wir erstmal ungefähr eine Viertelstunde Ladezeit, die dann wahrscheinlich mit einem Bluescreen endet. Aber ich hoffe auch wirklich, ich fände es so schön, wenn das hinhauen würde, dass wir die Vault betreten können. Weil die ist cool. Ich würde da einfach gern nochmal durchgehen und mir alles genau anschauen. Das wäre echt super. Okay, soweit, so gut. Das hat schon mal funktioniert. Ups. Jetzt passt auf. Muss ich mich kurz orientieren. Wie steckt man denn die Waffe gleich nochmal weg? Aha. Okay, jetzt aufhören zu sprinten am besten. Dann können wir mal den Vorgarten unserer Vault betreten zumindest. Das ist schon mal gut. Wunderschön. Oder was so ein Bäumchen nicht alles ausmacht. Wie ist das passiert, dass ich ins Wasser gefallen bin? Was so ein kleiner, beleuchteter Baum nicht ausmacht. Sieht gleich viel wohnlicher hier aus. Okay. Jetzt passt auf. Jetzt muss ich nochmal speichern. Ich würde das jetzt 2-3 Mal versuchen. Vielleicht haben wir irgendwann mal Glück. Mach mal das Licht aus. Vielleicht hilft es dann, wenn er laden muss. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, aber ich habe es schon ein paar Mal versucht beim ersten Video. Bestimmt 2-3 Mal wenigstens. Und da ist es jedes Mal dieser Ladebildschirm hier mit einem Bluescreen geendet. Also mache ich mir nicht zu viel Hoffnung gerade. Aber schön wär's. Hä? Das Game kratzt ab, wenn du reingehen willst. Ja, ja, klar. Weil halt, also, ich habe ja, also, grundsätzlich würde ich sagen, in jedem Gebiet, in jedem Baubereich, wo man bauen kann, habe ich das Baulimit wahrscheinlich ums 10-fache oder so überschritten. Mindestens. Aber das ist quasi Normalzustand. Aber in der Vault habe ich es halt wirklich ganz schön übertrieben. Da habe ich halt wahrscheinlich ungelogen das 30-40-fache von dem, was man eigentlich als Baulimit hätte. Ja, genau. Schade. Versuchen wir es halt nochmal. Wenn's reicht. Keine Ahnung. Wenn's reicht.
Ja, genau, das ist das Problem. Deswegen hoffe ich ja, dass man das vielleicht wirklich mit der PS5 dann hinkriegen würde, aber naja. Jetzt versuchen wir es nochmal, weil ich kann mich erinnern, dass ich früher schon ab und zu noch die Vault betreten konnte. Ab und zu. Ich habe nämlich mal, irgendwann bin ich mal reingekommen und habe dann irgendwie alle 2 Schritte gespeichert und habe ganz viel NPCs rausgeworfen. Weil damit auch ein bisschen Stimmung aufkommt, habe ich die Vault natürlich auch mit NPCs vollgestopft. Da wohnten halt irgendwie 100 Leute drin oder so. Das allein war schon echt ein Problem. Weil da gab es dann die Vault-Bewohner, die halt eben im Kern waren der Vault. Und dann gab es die in den Outskirts quasi, die so Anwärter waren, die gerne in die Vault reingekommen wären und so weiter, die dann eher so in Lumpen gekleidet waren und dann noch natürlich ganz viele Roboter und natürlich habe ich alle Begleiter hingeschickt, weil ich habe ja für jeden Begleiter sein eigenes Zimmer gebaut und das war dann halt einfach zu viel leider. Schade. Ob man die Spielstände übertragen kann, ja, das ist die Frage. Das weiß ich natürlich nicht. Da gibt es noch viele Fragen, aber das ist halt so meine Hoffnung, die ich habe, dass die PS5 mein Savegame rettet. Ich frage mich auch, ob sich die Abwärtskompatibilität nur auf Discs beschränkt oder ob ich auch meinen Katalog von digital gekauften Spielen von der PS4 auch auf der PS5 spielen können werde. Das würde mich auch interessieren. Man weiß es nicht. Ich mache jetzt mal ein paar Videospiel-News-Seiten im Hintergrund auf, damit ich während den Ladezeiten vielleicht wenigstens über irgendwelche interessanten Sachen reden kann. Weil wir haben jetzt immer eine Ladezeit, um hier vorm Eingang zu stehen und dann erst die Ladezeit, um die Vault zu betreten. Schauen wir mal, ob man irgendwas Interessantes findet. Nicht wirklich. Gibt's neue Gerüchte? Resident Evil Village will support VR in 60 frames. Wow, das ist mal ein Leak, ey. Ist das nicht sogar offiziell angekündigt, dass Resident Evil 8 VR benutzt? Ich dachte schon. Ich dachte, das wäre irgendwie schon offiziell gesagt worden. Naja, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Nein! Ah, komm. Shit. Hey, einmal. Vielleicht sogar zweimal. Zweimal versuchen wir das jetzt noch. Das muss doch... Das gibt es doch nicht. Ich war doch früher ab und zu mal in der Vault. Mensch, das muss doch funktionieren. Ach, furchtbar. Das wäre so cool, ey. Wirklich, das wäre so schön. Ich weiß nämlich noch, dass ich die Vault wirklich gern mochte, nur leider viel zu leer alles. Ich konnte halt das bei weitem nicht so detailliert dekorieren, wie ich es gern gemacht hätte, weil halt, na, ich meine, ihr seht ja, jetzt stürzt es schon ab und ich habe es eben bei weitem noch nicht so schön dekoriert, wie ich es gern gemacht hätte. Insofern, ja, genau. Ja.
So ist das. Lasst uns gemeinsam hoffen. Du hast Captain Cosmos gezeichnet. Ja, genau, mach das. Post in die Do-it-yourself-Bastelgruppe. Warum nicht? Warum nicht? So, jetzt komm, Spiel. Lad. Und dann machen wir das. Ansonsten überlege ich, ob ich vielleicht doch irgendwo mein Passwort raussuche, damit ich mich einloggen kann mit der Bethesda-Dingens hier. Damit ich vielleicht noch ein paar Mods deaktiviere, die ich nicht unbedingt brauche. Diesen Simple Green Mod und einfach mal ganz viele Mods deaktivieren. Vielleicht hilft's. Das wäre cool. Okay. Jetzt wird's spannend. Gibt's irgendwas, das ich noch machen könnte, um Parameter zu verändern? Ich kann meine Waffen abrüsten vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht hilft's ja. Ja, warum nicht? Keine Kleidung, keine Rüstung, kein nix, was irgendwie noch zusätzlich geladen werden müsste oder so. Keine, ich weiß ja auch nicht. Gute Nacht, Flatbrain-Check. Mach's gut. Bis bald. Ja, das Problem ist eben, dass ich mich nicht einloggen kann und deswegen meine Mods nicht managen kann. Sonst würde ich das eben eh machen. Das wäre eh eine gute Idee, wenn das gehen würde. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Wenn es jetzt nicht geht... Ich warte schon auf dem blauen Bildschirm. Machen wir jetzt wirklich schnell 10 Minuten Pause. Ich versuche irgendwie mich einzuloggen und die Mods zu managen. Und dann komme ich wieder. Ah. Damn it. Ja, wie gesagt, aber auch, ich weiß gar nicht, aber versuchen wir es. Dann mache ich jetzt den Stream kurz aus. Wir machen jetzt wirklich schnell 10 Minuten ungefähr Pause und ich versuche mich einzuloggen und ganz viele Mods rauszuschmeißen, die nicht zwingend notwendig sind für die Vault jetzt. Und dann schauen wir mal. Dann gehe ich mal, dann versuchen wir es nochmal mit weniger Mods. Hoffentlich haut's hin, hoffentlich kann ich mich einloggen und ich beeile mich. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Ciao. Hallo? Ah ja, okay. Bei mir hat sich mein Control Stream Browser scheinbar einfach nur aufgehängt. Okay. Dann sind wir wieder da. Live und voller Hoffnung. Leider hatte ich schon fast alle Mods deaktiviert, die irgendwie nicht dringend notwendig waren. Ich habe jetzt noch den Project Overgrowth und den Simple Green Mod weggemacht. Aber alle anderen Mods sind eigentlich... Jetzt habe ich eigentlich kaum noch was anderes als... Unlock Settlement Objects, Scrap Everything und OC Decorator. Insofern, das sind jetzt so die Kernmods fürs Let's Build im Grunde. Da kann ich nicht mehr viel rausschmeißen. Irgendwie ist mein Mikrofonständer komisch eingestellt. Ich muss da schnell dran rumschrauben. Auch wenn es laut ist vielleicht. Hä? Irgendwas stimmt da nicht. Die Stellschraube funktioniert nicht mehr. Das ist doof. Das ist wirklich komisch. Moment mal. Das kann doch nicht sein.
ein und das Spiel stürzt auch noch ab. Mikrofonständer und Spiel im Eimer. Na toll. Okay, zumindest... Oh oh. Ich wollte gerade sagen, zumindest der Mikrofonständer funktioniert wieder. Aber... einigermaßen. Besser als vorher. Mann, oh Mann, was machen wir denn da? Das ist wirklich schade jetzt. Schade, schade. Schade. Wirklich schade. Wirklich schade. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht lassen wir es dann einfach, ne? Es hilft ja eh nichts. Die Vault ist einfach für immer tot. Das ist schon schade. Lad grad Fallout 4 runter vom 17.05. ohne Mods. Hä? Wie? Verstehe ich nicht. Ich meine, ich könnte mal versuchen, alle Mods zu deaktivieren und dann die Vault zu betreten. Aber dann... bringt wahrscheinlich auch nichts. Und die Mods ist hässlich. Hast du da das letzte Mal gespielt oder wie? Mai 17? Oder ist das ein Safe Game? Oder wie? Oder wie oder was? Ich versuch's jetzt noch einmal, Mensch. Einmal versuchen wir es jetzt noch. Auch wenn es gerade natürlich langweilig ist und so. Aber das hilft jetzt nichts. Einmal versuchen wir es noch. Wenn es dann wieder abstürzt, dann gehen wir wieder zurück nach Sanctuary und dekorieren unser hässliches Haus. Letzter Online-Speicher. Ah ja. Oh, das war wirklich auch, dass ich Fallout 4 überhaupt wieder richtig zum Laufen kriege. Mit den ganzen Mods und den richtigen Savegames und so weiter. Da habe ich auch ein paar Stunden gebraucht. Also den Download nicht mitgerechnet. Der war sowieso über Nacht und länger. Tja. Okay. Weiß wirklich nicht. Ich kann halt sonst auch nichts machen. Hier ist so eine Werkbank zum Beispiel. Da habe ich doch vorher gesagt von dem Workbench Anywhere Mod oder so. Hier habe ich eine Werkbank platziert. Die hat uns quasi ermöglicht, dass wir hier überhaupt alles vollbauen können. Und uns hier eine schöne kleine Siedlung machen. Mit einer Mauer. Habe ich da nicht irgendwie eine Mauer oder einen Zaun komplett rumgebaut? Und das Ganze, ja genau, mit riesen Aussichtsturm. Und sogar hier hinten entlang. Ein bisschen. Wunderschön. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte noch einmal versuchen, diese blöde Mod zu betreten. Im Fuhrpark haben wir uns eh schon in der ersten oder zweiten Folge von dieser Reihe angeguckt, da oben. Ich finde den Eingang nicht mehr. Ich habe mich verlaufen. Okay, ich habe ein gutes Gefühl. Der Winkel, in dem ich jetzt in die Ladezone gegangen bin, der war perfekt. Das war der erfolgreiche Ladewinkel. Ganz bestimmt.
wie viele Orte gibt es eigentlich in Fallout? In Fallout 4? Das kann man doch bestimmt rausfinden. Fallout 4 Locations. Fallout 4 Locations Map. Na, da ist jetzt eine Liste. Da steht aber nicht dabei, wie viele es sind. Verdammt, müsste man durchzählen. Okay, warte mal. Dann machen wir Fallout 4. Es stürzt gleich wieder ab. Ja! Ich habe es mittlerweile schon im Blut. Ich habe mittlerweile schon ein Gespür dafür. Also hier steht 325. 325 Marked Locations, sagt Google. Aber ihr schreibt im Chat alle, dass ihr schon mehr gefunden habt, als die, die es gibt. Ja, mit DLCs, genau, das ist immer die Sache, das weiß ich nicht. Also im Standardspiel anscheinend 325. Laut Google. Wer weiß. Ach ja, da kommen wir wohl nicht in die Vault. Oder soll ich mal die Mods deaktivieren alle, aber andererseits fehlen dann wahrscheinlich 3/4 der Möbel da drin. Dafür kann ich es dann laden. Ich glaube, das will ich nicht. Aber dann ist die Mod halb leer. Nee, das macht keinen Sinn. Kann ich auch gleich ein neues Savegame anfangen. Ich glaube nicht, dass da sehr viele Vanilla-Objekte drinstehen überhaupt, ehrlich gesagt, eigentlich. Oh nein, hängt er sich jetzt auf dem Hauptbildschirm auf? Das passiert nämlich auch manchmal, wenn ich das Spiel starten will, dass er dann einfach hier hängen bleibt und da nichts mehr passiert. Das sieht nämlich gerade verdächtig danach aus. Ach komm schon, Spiel. Gerade magst du mich nicht mehr. Gerade hast du keinen Bock mehr. Mensch. Jetzt aber. Also wirklich. Das wird wieder. Das ist immer das bei dem Spiel. Da will man einmal seine Vault besuchen und schon hängt man eine Stunde in irgendwelchen Ladebildschirmen rum. Das ist irgendwie unverhältnismäßig. Ein bisschen. Ah. Naja. So. Das passiert aber nur, wenn ich auf Weiter gehe. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Laden. Dann müsste es normalerweise funktionieren. Oder etwa nicht? Das sieht schon wieder komisch aus. Normalerweise sollte es schon lange im Ladebildschirm sein. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen laden, aber das ist eigentlich verdächtig, dass es so lange auf dem Startbildschirm bleibt und mir diese Bilder hier zeigt. Das ist kein gutes Zeichen. Ah, doch. Es hat anscheinend doch noch funktioniert. Okay. Tja. So ist das. Ich bin müde. Dabei habe ich heute den ganzen Tag geschlafen. Vielleicht deswegen. Ja, ich habe irgendwie, es war wieder furchtbar. Ich habe wieder die ganze Nacht gearbeitet und habe dann quasi tagsüber immer wieder so 2 Stunden geschlafen am Stück, war wieder wach, dann da wieder ein bisschen gepennt. Irgendwie bin ich jetzt echt gerädert. Habe ich schon gemacht, aus dem Creation Club das Zeug geholt. Aber das ist nur so, also nicht nur, aber ganz viel so amerikanische Flaggenskins für alles, weil doch morgen irgendwie, ja, Independence Day ist in den USA. Das ist jetzt für mich als Europäer eher uninteressant. Ich meine, ich brauche auch keinen EU-Flaggen-Skin oder sowas. Das hat jetzt gar nicht unbedingt mit der Flagge an sich zu tun.
Oder kein Deutschland-Flaggenskin. Überhaupt so Flaggenskins brauche ich nicht. Und ich brauche auch grundsätzlich nicht unbedingt neue Skins. Aber vor allem keine Flaggenskins. Wenn es was Abgedrehtes wäre, was Bescheuertes, was Witziges, das würde ich nehmen. Also ich meine, ich habe das jetzt natürlich auch runtergeladen, weil why not, aber naja. So, dann gehen wir zurück nach Sanctuary. Es ist echt super, oder? Dann haben wir jetzt wieder, oh Mann ey, nur Ladezeiten. Wenn die Ladezeit jetzt fertig ist, machen wir eine Schnellreise nach Sanctuary und haben wieder eine Viertelstunde Ladezeit. Eine Ladezeit jagt die nächste. Was ist das für eine Quest hier? Ach so, findet die versteckt, oder? Genau, die versteckten Vault Overalls. Das ist quasi jetzt aus dem Creation Club. Das ist nämlich eigentlich ganz cool. Anscheinend kann man sich jetzt seine Vault Suit customizen, wenn man will. Warum nicht? Kann ich mir endlich einen Vault 13 Jumpsuit machen? Einzige, was ich wirklich will. Aber mit der SSD, die es schon seit 5 Jahren im PC gibt, sind die in der Next-Gen-Konsole auch Geschichte. Achso, Ladezeiten meinst du? Ja, das stimmt, da bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich meine, am PC habe ich ja auch natürlich jetzt eine SSD-Festplatte bei meinem leistungsstarken PC. Und das ist natürlich total cool und so. Ich kann nicht mehr zurück zu normalen Festplatten. Und als dann gesagt wurde, hier, jetzt die Konsolen natürlich mit SSD, habe ich mir gedacht, ja, hallo, obviously, ihr werdet doch jetzt keine neue Konsole mit alten Festplatten rausbringen, dass ihr das überhaupt so promotet. Aber dass anscheinend wirklich die Architektur der PlayStation 4 erlaubt, dass es quasi kein Laden mehr gibt in Spielen. Es geht ja nicht nur um Ladezeiten, sondern auch einfach um Laden von Bereichen, dass das jetzt quasi alles innerhalb von Sekunden und Sekundenbruchteilen funktioniert. Das ist schon ziemlich beeindruckend und unter Umständen schon eine technische Revolution, die die Art, wie Spiele gemacht werden, verändert. Da bin ich gespannt drauf. Das könnte viel verändern. Vielleicht ist es aber auch nur PR-Blabla. Dann müssen wir erstmal abwarten. Darf ich dir über PS4 eine Anfrage senden, dir beim Spielen zuzuschauen? Aber du kannst mir doch im Stream beim Spielen zuschauen. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht mehr... Nee, eher nicht, weil sonst streame ich das ja quasi zweimal. Dann streame ich es ja einmal über Twitch und einmal zu dir. Das macht ja gar keinen Sinn. Nee, da brauche ich doppelt so viel. Nee, das ist, glaube ich, nicht gut. Braucht doppelt so viel Upstream, Upload-Geschwindigkeit. Das wäre, glaube ich, nicht gut wahrscheinlich. So, jetzt pass mal auf, ich habe gerade... Moment mal, hä? Ach so. Ah ja, genau, eine Sache wollte ich machen. In die Werkstatt einlagern? Nein. Eine Sache wollte ich machen. Ich wollte nämlich mal auf der Map nachschauen, wie viel Einwohner Vault 88 hat. 32 immer noch, ey. Ich hab da doch mal aussortiert. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob das vielleicht ein älteres Savegame war, wo ich doch mal wieder in die Vault gekommen bin. Das lässt mir keine Ruhe nämlich, weil ich hab die mal ausgeräumt. Dass da immer noch 32 NPCs drin wohnen, kommt mir so super viel vor. Hab doch sonst nirgends so viele Leute. Nicht mal auf meiner vorübergehenden Hauptbasis hier. Wo ist sie denn? Ja. Hier wohnen auch nur 20. Spectacle Island. Spectacle Island.
Das waren noch Zeiten. Ach, Mann, ey. Ups. So. Ich versuch's jetzt doch nochmal. In den Folgen, die ich aufnehme, traue ich mich immer nicht. Oder will ich es immer nicht machen, weil sonst ganze Folgen nur mit Ladebildschirm vergehen. Aber jetzt hier in dem Stream, der ewig dauert, da kann man sich die Zeit mal nehmen. Ich speichere jetzt nochmal und jetzt reisen wir von hier nochmal direkt in die Vault 88. Weil mich das Spiel dann in einen anderen Bereich lädt. Ich habe sogar irgendwo in der Vault eine Spawnmatte, wenn mich nicht alles täuscht, platziert. Versuchen wir es mal. Warum nicht? Hast du auch das Gulltöters überladen Gatling Laser? Ich bin mir nicht sicher, aber der Charakter hier hatte eigentlich schon immer einen Gatling Laser als Standardwaffe. Aber ob das jetzt irgendein spezieller war, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der ist, glaube ich, im Museum. Das ist irgendwie voll blöd, weil falls ich mal im Let's Build beim Bauen versehentlich über Gegner stolper, habe ich irgendwie nur irgendwelche blöden Kackwaffen dabei, zufällig, weil ich die ganzen coolen Waffen ins Museum eingeräumt habe. Natürlich, überhaupt nicht. Ich habe fast alles zum Museum geschafft und da in Kisten sortiert. Ich habe fast gar nichts mehr. Ja, ist natürlich cool. Genau, Endurteil habe ich, glaube ich. Das klingt nach dem, was ich auch habe. Gehabt habe, benutzt habe. Oh, ich dachte schon, jetzt funktioniert. Ich dachte schon, jetzt fängt er an, die... Aber es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Warum, Walt? Warum darf ich dich nicht betreten? Es wäre so toll. Ich will es jetzt noch einmal versuchen. Ein letztes Mal, bitte. Los jetzt. Einmal noch. Ich weiß nämlich, dass ich nach etlichen Versuchen hat nämlich manchmal funktioniert, dass ich die Vault betreten konnte. Es geht theoretisch. Es ging zumindest früher theoretisch. Ab und zu. Deswegen ist es nicht komplett hoffnungslos. Aber jetzt ist es so oft abgestürzt, dass ich irgendwie mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass es theoretisch doch funktionieren könnte. Aber keine Ahnung. Mal schauen, ob es jetzt wieder hier im Hauptbildschirm abstürzt. Aber beim letzten Mal hat es auch nach einer relativ langen Zeit, wo ich schon dachte, es lädt nicht mehr weiter, plötzlich weitergeladen. Deswegen lasse ich es jetzt mal noch ein bisschen laufen. Aha! Ja, tatsächlich. Was ist eigentlich auf deinem PlayStation-Profilbild? Mein Profilbild? Ich weiß es gar nicht. Ach, ich glaube, irgend so ein Drache, oder? Irgend so ein roter Drache oder so. Schemenhaft. Ja, genau. Keine Ahnung. Den habe ich genommen, hab mir als einziges irgendwie so ein bisschen, hab mich an Monster Hunter erinnert und hab mich deswegen ein bisschen angesprochen. Die anderen haben mir alle nicht so gefallen. Ich weiß gar nicht, was die eigentlich, welches Spiel oder was die eigentlich wirklich repräsentieren sollen. Mich hat es, wie gesagt, nur an Monster Hunter erinnert, wenn man da in den älteren Monster Hunter Teilen. Beim neuen, bei Worlds, ist es, glaube ich, immer noch so, wenn ich mich recht erinnere. In dem Buch über die Monster quasi, in dem Almanach, wo man die Informationen sammelt, wurden die immer so schemenhaft dargestellt. Und das vom Stil her erinnert es ganz stark dran. Dieses Profilbild und diese schemenhafte Darstellung von diesen Monstern. Genau. So war das. Okay. Letzter Versuch. Radioaktiver Supergewittersturm. Wünsch uns Glück.
Ich habe jetzt auch Simple Green und so ausgemacht. Jetzt ist wieder alles tot und das ist irgendwie echt witzig. Das ist irgendwie schon fast cool, weil dadurch, dass ich jetzt so lang mit diesem Overgrowth und diesem Simple Green Mod gespielt habe, war für mich dieses Grüne schon so normal, dass jetzt diese toten Bäume für mich total seltsam aussehen. So, was? Das ist Fallout normalerweise? Wirklich? So sieht Fallout 4 aus? Ja, stimmt, und Fallout 76 hat ja auch den gleichen Look im Grunde wie dieser Overgrowth-Mod hier. Witzig. Zum Brüllen, sage ich euch. Also gut, Vault 88, ich komme, mach dich bereit. PlayStation-Arbeitsspeicher, alles ausladen, was da nicht reingehört. Prozessor, alles vorbereiten, stark sein, durchhalten. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass ich Leute aus der Vault wegschicke, ohne dass ich sie betrete, könnte ich die Vault wahrscheinlich retten. Aber die gibt's, glaube ich, nicht, oder? Es gibt nicht irgendwie ein Terminal, mit dem man NPCs verwalten könnte oder irgendwas in der Art. Ich muss zu denen hingehen und denen sagen, hey, du gehst jetzt bitte da und dahin und dann machen die das. Aber wenn ich denen das nicht sage, dann passiert's nicht. Und ohne die Vault zu betreten, kann ich sie nicht sagen. Wenn ich die Vault betreten bin, will, stürzt das Spiel ab. Und Teufelskreis. Ich kann die Vault nur retten, wenn ich sie betrete. Und ich kann sie nicht betreten, ohne sie vorher zu retten. Hä? Was? Naja. So ist das halt. Ja, Freddy, klar. Habe ich gehört. Hab ein Video dazu gemacht sogar. Ah. Damn it. Verdammt. Es hilft einfach nichts. Na gut, dann lassen wir es jetzt. Es hilft. Ich habe es jetzt lang genug versucht. Die Vault ist tot. Ich habe es versucht. Die Vault ist tot. Für immer. Na, vielleicht warten wir auf die PS5. Vielleicht kann die das nochmal retten. Das wäre so super, ey. Wirklich, das wäre so super. Wenn ich dann, in meinen Wunschvorstellungen, kann ich dann voll an der Vault weiterbauen. Und nochmal irgendwie das 3- und 4-fache von dem, was jetzt drin ist, reinstopfen, bevor es wieder abstürzt. Werde ich auch machen. Wenn das funktioniert, werde ich so lange an der Vault weiterbauen, bis die PS5 abstürzt. Und dann warten wir, bis die PS6 kommt, bevor wir wieder weiterbauen an unserer Vault. Das ist mein Plan. Das wird schön. Wenn ich nur nicht so müde wäre, ey, ich bin wirklich gerade irgendwie ein bisschen, ich brauch Koffein, Hilfe, ich hab hier eine Cola stehen, trink mal einen Schluck, ich glaube, Koffein wirkt bei mir schon lang nicht mehr, aber naja, kann ja nicht schaden. Ich frage mich, ob dieses Röhrengeflecht da hinten auf diesem Ofen wirklich Sinn macht oder ob die nur ganz viel verschiedene Röhren machen wollten, damit es cool aussieht und so zusammengeschustert. Oder ob da wirklich ein Gedanke, also eine Funktion dahinter steckt und die Leute, die Entwickler so sich angeguckt haben, wie Öfen verstehen und wirklich verstanden haben, wie die ganzen Rohre funktionieren. Weil theoretisch kommt mir das, also als Laie, kommt mir das viel lächerlich zu komplex vor für das, was eigentlich diese Rohre leisten müssten. Aber vielleicht hat das alles seinen Sinn und muss so aussehen. Ich glaube, das ist alles nur fancy. Schmancy-Popancy. Over the top
Popo Floppo. Poporop. Tschö. Da ist man mal 5 Minuten nicht da und schon kommen sie und ziehen hier einen. Das noch nicht fertige Haus. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte nämlich gerade vorher, bevor wir die Vault versuchen wollten zu betreten, noch ein Problem festgestellt. Dieser Kamin. Nämlich. Dieser Kamin, den ich eigentlich gerne in das Haus gestellt hätte. Den kann ich nämlich, wenn der mal platziert ist, nicht mehr bewegen. Es sei denn vielleicht, und das versuchen wir jetzt eben, mit diesem Stempen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dieser Stempen funktioniert aber auch nur mit blau umrandeten Sachen und nicht mit gelb umrandeten Sachen, die ich quasi eigentlich nicht mehr verschieben kann. Da müssen wir jetzt mal schauen. Bum, brum, bum, bum. Wo müssen wir denn hin? Furniture, das war wahrscheinlich bei Sonstiges hinten, oder? Ich glaube schon. Genau. Wenn ich den jetzt platziere, ups, den habe ich aber schon platziert, dann wird er quasi gelb und kann quasi nicht mehr aufgenommen oder verschoben werden. Schauen wir mal, jetzt nehme ich den Stempel. Ah, es geht. Oh, habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Das ist cool. Aber so ein Kamin, der schadet nie, oder? Der macht alles immer ein bisschen wohnlicher. Ganz genau, da gurrt mein Kater im Hintergrund zustimmend. Cool. So, Decorations. Ich hätte tatsächlich gern einen Teppich auf meinen Teppichboden. Klingt komisch. Ist es auch. Wenn das Spiel jetzt nicht abstürzt. Ich würde am liebsten diesen Übergang, der ein bisschen hässlich geworden ist bei dem Teppichboden, ein bisschen verschleiern. Und hier könnte man einfach so auch noch einen Teppich hinlegen, wenn man einen findet, der... Oh, mich hat nämlich schon gestört. Das ist gut. Mich hat nämlich schon gestört, dass in der Küche keine Fliesen sind. Mit dem Fliesenteppich könnte man das quasi simulieren. Das mache ich. Aber da brauche ich den Stempel, weil die müssen ein bisschen unter die Küchenzeile geschoben werden. Aber das ist grundsätzlich gut. Und dann machen wir vor dem Fernseher auch noch irgendwie den nächstbesten, der nicht total bescheuert aussieht. Ah, das sind die Gemälde im Spiel. Die Gemälde im Spiel als Teppiche. Das ist auch interessant. Nehmen wir einen fancy Gemäldeteppich. Kann man ja danach arrangieren schön. Aber wisst ihr was, dann nehmen wir hier auch einen davon. Wenn schon, denn schon. Dann nehmen wir hier abstrakte Gemäldeteppiche. Machen den da weg. Aber warte, den platziere ich eh erst nachher. Jetzt platzieren wir erstmal die Dinger da. So, erstmal dich. Den muss ich jetzt wirklich am besten so hauchdünn, dass der so gut wie nicht übersteht, platzieren. Okay. Gut. Okay. Und ich glaube, bei dem einen belasse ich es auch schon. Ich meine, wäre mir lieber, wenn er ein bisschen weiter überstehen würde, noch ein bisschen weiter rausstehen würde. Aber jetzt einen zweiten Teppich so platzieren, dass der... Ne, das schaffe ich nicht. Das ist auch ein bisschen dreckig und eklig, der Boden. Aber so ist es halt in Küchen. Bei uns kann man vom Boden essen. Da findet man immer irgendwas. Nee, stimmt nicht. Würden die Katzen sofort wegessen? Nein, stimmt auch nicht. Nur Lügen, die ich heute verbreite hier. Abstrakt 13. Bam.
Wirklich? Will ich das wirklich machen? Man könnte vielleicht auch... Will ich das machen? Dann... Nee, will ich nicht. Bin mir nicht sicher mit dem Abstrakt 13 Teppich. Aber den Abstrakt 12 Teppich, den platzieren wir jetzt auf jeden Fall mal hier. Die Couchen und der Sessel werden auch an den Teppich angepasst quasi. Jetzt wird es aber höchste Zeit für einen Fernseher. Ach so, Wall Decorations. Na, wenn wir schon hier sind, bleiben wir gleich hier. Ja. Bei den Katzen ist alles gut, Mr. Hawkeye. Oh, Vorhänge? Das ist ziemlich super. Damit kann ich nämlich diese hässlichen Fensterübergänge verstecken, von denen ich schon dachte, das wird nichts mehr.